Salve a tutti. Heute geht es hier um VW. Wir haben den 15. Juli und es ist 17:46 Uhr, wenn ich diesen Clip anfange. Und vor euch ist auf dem Tool der Hypovereinsbank One Markets die VW angezeigt. Also das ist, finde ich, eine der interessantesten Aktien überhaupt in Deutschland. Wenn man jetzt das hier mal sieht, das soll blau sein. Das hier war das Corona-Hoch. Und das war auch das Hoch von 2018, leicht überboten. Und das ist definitiv das Corona-Hoch. Die Marke werden wir uns gleich merken. Dann säuft das Ding ab von 187, wo ist mein Fadenkreuz, auf in der Spitze 85 im März letzten Jahres und macht dann diese Konterbewegung. Sensationell. Ich gehe jetzt mit euch hier mal ein bisschen näher ran, weil ich möchte gerne diese blaue Linie hier nochmal hervorheben. Wie gesagt, das ist das Prä-Corona-Hoch. Und jetzt kann ich näher rangehen, dass man alles ein bisschen besser sieht. Wir hatten am 2.11., das war kurz bevor BioNTech bekannt gab, dass sie also ein Gegenmittel gegen Corona haben, war der Kurs bei 122,70 und ist dann explodiert bis auf 250. Innerhalb weniger Tage hier von 194 60 Euro hoch. Um dann an einem Tag aber auch wieder heftigst zu fallen. Ganz, ganz schwieriger Chart. Sehr, sehr interessante Aktie. Insgesamt sehr volatil. So, jetzt wissen wir, wo das herkommt. Weil ich habe hierauf die Fibos angezogen. Die Fibos heißen, dass von dieser Bewegung 122,70 bis hoch bis zu 261, sogar war das hoch, sind wir bis knapp unter das 38er Retracement gefallen. Ganz leicht runter. Hier mit 198. Ganz leicht runter. Das heißt, diese ganze Bewegung hier ist im Prinzip erstmal sauber. Ich möchte auf Folgendes hinweisen. Von der letzten Bewegung 245 bis zu dem Tief von vorletzter Woche bei 100, wo war das ganz genau? 198,18 hat die Aktie, jetzt mache ich mal das Fadenkreuz raus, dass man es besser sieht, hat die Aktie fast bis zum 50% Retracement hier bei 221,82 korrigiert. Das heißt, wir haben von dieser langen Bewegung haben wir eine sehr gute Korrektur erfahren. Fast, wie gesagt, bis zum 50er Retracement. Ich will den Chart ein bisschen näher erklären. Das hier ist eine, wie ich das immer nenne, Soft Landing Area. Die geht von hier, von 198 bis runter, jetzt muss das Fadenkreuz wieder reinmachen, bis zu diesem Gap vom 15.03. Da war der Schlusskurs bei 194,78. Das ist eine Soft Landing Area. Das ist so eine weiche Zone. Da können die also locker hingehen und da kann man den Punkt nicht genau ausmachen. Wie gesagt, von der letzten Bewegung sind wir nur fast bis zum 50er gekommen. Die VW haben hier die Zahlen bekannt gegeben. Die waren unglaublich. 11 Milliarden, wenn ich mich recht entsinne. Das war also sensationell. Und der Wert macht direkt eine Bewegung von 197 auf 220. 23 Euro. Das ist fett. Wir haben an diesem Tag direkt diesen Downtrend. Das soll irgendwie pink sein. Ich bin ja farbenblind, also ich vertraue jetzt meinem System, dass das wirklich pink ist. Wir haben diesen Downtrend hier touchiert am nächsten Tag durchbrochen, ja, um an das 50er Retracement zu kommen. Und auf einmal haben die trotz der super Zahlen insgesamt gestoppt. Ich mache das Fadenkreuz nochmal raus. So. Was passiert jetzt hier? Wir bekommen über die Stochastik ein recht deutliches Verkaufssignal. Das MACD ist leicht negativ. Mir fehlt noch eine Bestätigung hier. Das heißt, ein Kurs unter 210, um das hier als ein Verkaufssignal zu benennen. Diesen Downtrend, der oftmals 1, 2, 3, 4, 5 Mal bestätigt wurde, ist ein guter Downtrend. Oftmals gehen eben solche Werte nochmal back to breakout. Den Breakout haben wir geschafft. Aber dieser Trend hier, der liegt jetzt muss ich das Fadenkreuz wieder reinnehmen. Der liegt heute hier am Donnerstag bei 207 und er wird morgen liegen am Freitag und wir haben Verfalltermin bei 205,5. Ich behaupte, die VW sollten diesen Trend hier nochmal sehen. Vor dem Hintergrund des entstehenden Verkaufssignals und des bereits existierenden Verkaufssignals über die Stochastik
sollten Sie das nochmal sehen. Aber Sie dürfen auf gar keinen Fall unter die 198 unterschließen. Und selbst wenn Sie das tun, haben Sie also hier bis zu 192 immer noch diese weiche Zone, diese Soft Landing Area. Also nochmal, das sollte nicht wirklich unterbrochen werden, die 198,04 oder sagen wir 198. Dann ist wirklich, also letzte Make-or-Break-Line ist ja dieser Bereich um die 193. Da sollten Sie nicht drunter gehen. Sollten Sie das tun, werden Sie sich mindestens mit dem Prä-Corona-Hoch beschäftigen, beziehungsweise mit der 200-Tage-Linie, die momentan bei 183 liegt. Wenn Sie es schaffen, innerhalb der nächsten zwei Tage nur auf diesem Trend aufzusetzen, 205, im Extremfall bis zu 198, haben Sie eine sehr gute Chance, diesen Punkt hier zu verteidigen. Und dann sind die 220, die momentan vom Chart her die einzig echte Widerstandslinie sind, nicht nur zu nehmen, sondern auch höher zu gehen. Das ist also ein super, super spannender Chart, aber da muss man sich nicht beeilen. Da kann man wirklich in aller Ruhe hingehen und sich das beobachten. Ich gebe euch mal Scheine dafür, um euch vorzubereiten. Und zwar zum einen diesen hier. Das ist ein 180,11er Schein. Da sind wir also noch unter der 200-Tage-Linie und definitiv weit weg von der Prä-Corona-Linie. 180,11. Im Moment ein 7er Hebel mit der Kennnummer HR61GH. Das kann man auf jeden Fall ausprobieren, wenn der Wert es nicht schafft, das zu halten. Und auch, wenn der Wert hier einen Doppelboden macht im Bereich von 198. Das ist eine schöne Option. Die hat ordentlich Widerstand. Und von diesem Hintergrund glaube ich, das kann man machen. Aber dazu muss sie erst sich jetzt hier entscheiden, ob sie die verschiedenen Trends nimmt. Vom Short her. Wenn er sagt, nee, der Schlegel hat nicht recht, das Ding geht hier durch und wir landen irgendwo hier unten. Glaube ich, dass man das ganz knapp hinter das 61,8er Retracement von dieser Bewegung hier legen kann. Also hinter die 227, da kann ich sogar ein bisschen höher gehen mit dem Hebel. Da bin ich so ganz grob bei 8. Das hier. 236,46. Das ist die HR7YHP. Also ich würde den erst nehmen, wenn wir das wirklich brechen. Vorher nicht. Also hier die 198 rausnehmen und uns hier in der Soft Landing Area befinden und offensichtlich die da nicht halten wird. Vorher nicht. Das ist ganz, ganz schwierig. Also es ist wirklich mit Argusaugen zu beobachten, was der Wert macht. Also auf jeden Fall beobachten, man hat hier keine Hektik. Kann man ganz in Ruhe anschauen. Ich wünsche ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.